möchte jetzt einmal ein einfaches Berechnungsbeispiel hier einfügen, und zwar mal für ein dreiseitiges Prisma. Ich zeige mal einen solchen Körper. Die Grundfläche besteht aus einem rechtwinkligen Dreieck und damit auch die Deckfläche. Die Seitenflächen bestehen demzufolge aus drei rechteckigen Begrenzungsflächen. Und von einem solchen Körper soll jetzt einmal Folgendes bekannt sein. Also gegeben sei mal ein dreiseitiges Prisma. Und dieses Prisma habe als Grundfläche ein rechtwinkliges Dreieck. So, und von diesem rechtwinkligen Dreieck seien die Längen dieser Kanten bekannt. Die Seite A sei 8 cm, die Seite B sei 12 cm. Und die Seite C hat eine Länge von 16 cm. Die Höhe dieses Prismas betrage 15 cm. So, wir wollen jetzt sowohl Volumen als auch Oberfläche dieses Prismas mal ermitteln. Wir überlegen, wie man vorgeht. Das Volumen eines solches Prismas müssen wir ja berechnen, indem wir die Grundfläche mit der Höhe multiplizieren. Jetzt haben wir ein rechtwinkliges Dreieck als Grundfläche. Und wir wissen ja, bei einem rechtwinkligen Dreieck habe ich zwei Katheten und eine Hypotenuse, die dem Rechtwinkel gegenüber liegt. Diese zwei Katheten stehen senkrecht aufeinander. Hier befindet sich der rechte Winkel. Das bedeutet also, ich habe eine Grundkante und eine darauf stehende Höhe und kann damit ohne weiteres die Dreiecksformel für die Berechnung der Grundfläche verwenden. V wäre also demzufolge A mal B durch 2. Das wäre die Berechnung der Grundfläche und das Ganze multipliziere ich mit der Höhe. Entsprechendes eingesetzt ergebe dann V ist gleich 8 mal 12 durch 2 mal der Körperhöhe 15 cm. Und wenn ich jetzt die Maßeinheiten betrachte, 8 cm mal 12 cm mal 15 cm, Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter, erhalte ich als Einheit des Volumens Kubikzentimeter. Das ist dir ja auch alles bereits aus den vorhergehenden Klassenstufen bekannt. Ich habe mir das nochmal in einer sehr einfachen Form dargestellt. Und wenn du das entsprechend ausmultiplizierst, kommst du dann auf ein Volumen von 720 Kubikzentimeter. Wenn ich jetzt die Oberfläche eines solchen Körpers berechnen möchte, muss ich ja daran denken, dass er aus zwei solchen rechtwinkligen Dreiecken, Grund- und Deckfläche, besteht und aus diesen drei Rechtecken als Begrenzungsflächen. So, ich gehe also aus von meiner Oberflächenformel. AO ist gleich 2AG plus Mantelfläche. Das wäre mein Ausgangspunkt. Als erstes müsste ich jetzt die Grundfläche berechnen. AO wäre also 2 mal AG ist wieder das entsprechende rechtwinklige Dreieck, wie wir es vorhin verwendet haben. Ich bezeichne die beiden Katheten wieder mit A und B, setze das entsprechend ein, 8 mal 12 durch 2, plus, und jetzt käme meine Mantelfläche. Jetzt hätte ich ja diese
drei Begrenzungsflächen als Rechtecke. Ich mache mir das mal hier sehr einfach und schreibe das nur laufend hin. Plus 8 mal 15, also Kantenlänge, mal der Höhe, plus 12 mal 15, plus der dritten Fläche 16 mal 15. Und das Ganze ergibt zum Schluss Quadratzentimeter. Das entsprechend miteinander multipliziert und addiert, dass man hier kürzen kann, vergleichen, das möge alles mal dahingestellt sein, das siehst du selbst, ergibt 636 Quadratzentimeter als Fläche für ein solches Prisma. Man muss also aufpassen, dass man sich nicht so sehr auf dieses Zahlmaterial konzentriert, sondern wichtig ist eigentlich, den Körper selbst sich genauestens anzusehen, woraus besteht er, und führe das immer auf einfache, bekannte Berechnungen zurück.